Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute möchte ich darüber reden, was ich so alles im April gelesen habe. Ich hatte auf meiner Leseliste für den April 7 Bücher, davon habe ich 2 angefangen, 1 gelesen und 4 gar nicht gelesen. Dafür habe ich aber auch noch 9 andere Bücher gelesen und 2 andere Bücher angefangen. Also ich habe insgesamt 10 Bücher gelesen im April und 4 angefangen. Alle 4, die ich angefangen habe, habe ich auch noch vor zu beenden, also ich habe keine abgebrochen oder so, nur halt die Zeit hat nicht für alle gereicht, um die weiterzulesen. Insgesamt habe ich von den 10, die ich gelesen habe, 2 schon in einem anderen Monat angefangen und 8 andere habe ich halt im April komplett gelesen. Alle 10 Bücher, die ich gelesen habe, waren über 300 Seiten lang, 9 davon waren auf Englisch und 1 war auf Deutsch. Insgesamt habe ich 2 Hörbücher gehört, 2 Paperbacks gelesen, 1 Hardcover gelesen und alles andere waren Bücher, die ich auf meinem Kindle gelesen habe. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch an mit den Büchern. Die Bücher sind in keiner Reihenfolge irgendwie, sondern einfach in der Reihenfolge, wie ich sie hier liegen habe und wie ich sie in meine Liste aufgeschrieben habe. Also nicht nach dann, wann ich angefangen habe und auch nicht nach der Bewertung oder so, sondern einfach ohne eine bestimmte Reihenfolge. Fangen wir an mit Given to the Sea. Das habe ich tatsächlich auf Kindle gelesen, obwohl ich es hier als Hardcover habe. Das kam nämlich aus der Fairy Loot für April raus. Ich hatte das aber schon von NetGalley zur Verfügung gestellt bekommen und hatte das schon Anfang des Monats gelesen. Zu diesem Buch wie auch zu allen anderen Büchern, über die ich spreche, gibt es eine Rezension auf meinem Blog. Die werde ich euch natürlich alle unten verlinken. Und auch auf Goodreads und Lovely Books habe ich für alle Bücher eine Rezension. Diesem Buch habe ich nur 3 Sterne gegeben, da ich nicht ganz so begeistert davon war. Es ist ein High-Fantasy-Jugendbuch, in dem es um ein Mädchen geht, das an das Meer geopfert werden soll, um zu verhindern, dass das Meer das Land überrollt sozusagen. Aber es passiert dann halt noch so einiges anderes und es funktioniert alles nicht ganz so, wie es eigentlich funktionieren soll. Aber die Geschichte an sich hat mir zwar gut gefallen, aber der Schreibstil hat mir nicht so gut gefallen, die Charaktere haben mir nicht wirklich gut gefallen. Ja, aber trotzdem 3 Sterne und ich werde auf jeden Fall weiterlesen, wenn das nächste Buch in der Serie rauskommt. Dann das nächste Buch ist eins der Bücher, das ich auf Deutsch gelesen habe, beziehungsweise das Buch, das ich auf Deutsch gelesen habe, und zwar Der Weg des Inquisitors von Frank Rehfeld. Das habe ich vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen und das ist eigentlich auch ein High-Fantasy-Roman, aber ein Erwachsenen-Roman, kein Jugendroman. Aber ich finde, das ist eher ein historischer Fantasy-Roman. Es spielt zwar in einer kompletten Fantasy-Welt, also es spielt nicht in der realen Welt, egal zu welcher Zeit, aber diese Fantasy-Welt ist so stark ans Mittelalter angelehnt, so wie es hier in Europa war, dass es eigentlich sich genauso liest wie ein historischer Roman. Ich habe dem Buch auch 3 Sterne gegeben, einfach weil die erste Hälfte des Buches sehr, sehr langsam für mich gelaufen ist und ich gar kein wirkliches Interesse daran hatte zu lesen. Es ist dann aber wirklich sehr spannend geworden und ich freue mich schon definitiv auf den nächsten Teil. Hier folgen wir einfach einem Jungen, der zum Inquisitor werden möchte, der auch dann eine Schule für Inquisitoren besucht. Und der erste Teil des Buches, da geht es eben mehr darum, wie er zu dieser Schule kommt. Und das ist meiner Meinung nach was total langweilig, aber als er dann auf der Schule ist, fängt es an, richtig interessant zu werden. Hier würde ich nur sagen, ich würde das nicht jemandem empfehlen, der eigentlich nur High Fantasy liest und oder der generell keine historischen Romane mag. Weil es ist wirklich, ich lese viel High Fantasy und ich lese auch einiges an historischen Romanen und meiner Meinung nach ist es wirklich, es liest sich eher wie ein historischer Roman, auch wenn die Welt, in der es spielt, nicht die reale Welt ist. Es ist aber natürlich auch nichts für jemanden, der nur historische Romane mag, da es wirklich auch Fantasy-Elemente hat. Also die Hexen quasi oder das Böse in dem Buch, das die Inquisitoren jagen, ist tatsächlich real, auch wenn man nicht viel darüber weiß und sehr lange Zeit in dem Buch noch daran zweifelt oder sich nicht sicher ist. Ist es real oder ist es nicht real? Also es ist wirklich meiner Meinung nach einfach ein historischer Fantasy-Roman. Dann geht es weiter mit Empress of a Thousand Skies. Das war in der Fairy Loot Box für den Monat Februar. Und das ist ein Science-Fiction-Roman, auch ein Jugendroman, bei dem es um eine junge Prinzessin geht, deren Familie umgebracht wurde, als sie klein war. Und jetzt wird auch auf sie ein Anschlag verübt. Und sie stellt sich dann tot oder täuscht ihren Tod vor, um eben rauszufinden, wer das Ganze ihrer Familie angetan hat. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Und ich würde es jedem nur empfehlen zu lesen. Dann habe ich End I Darken gelesen von Kirsten Weidt. Dem Buch habe ich auch 4 Sterne gegeben. Das ist noch ein historischer Roman, auch wenn es eher aussieht wie ein Fantasy-Roman. Es liest sich, finde ich, auch ähnlich wie ein Fantasy-Roman. Aber es ist definitiv, es hat keine Fantasy-Elemente. Es ist komplett ein historischer Roman. Der spielt Mitte des 15. Jahrhunderts und spielt zum Teil in der Walachei, also in
Osteuropa, also im jetzigen Osteuropa und zum Teil im Osmanischen Reich, also da, wo jetzt eigentlich die Türkei ist. Und es geht halt vor allem auch darum, dass Murat, der Sultan zu dieser Zeit, Konstantinopel einnehmen möchte, also dass das jetzt Istanbul ist. Und darum geht es eben und um das Mädchen Lada, die in der Walachei geboren ist. Der Vater ist so der Prinz von der Walachei, also quasi der Staatschef da, aber er wurde vom Sultan unterstützt oder eingesetzt, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall unterstehen eigentlich alle Länder so dort in diesem Bereich auch dem Sultan. Und sie und ihr Bruder kommen an den Hof des Sultans, um da quasi so als Geiseln zu fungieren. Also das hat man ja früher viel gemacht, dass, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel zwei Königreiche sich nicht angegriffen haben oder so, kamen halt die Kinder von dem einen an den Hof des anderen und wurden dort gut erzogen und haben eine Ausbildung bekommen und alles und hatten eigentlich alles, was sie wollten. Aber hätte halt das andere Königreich irgendeinen Scheiß gebaut, wären die Kinder halt umgebracht worden. So, und so ist es quasi hier, nur dass Lada das Ganze nicht einfach so hinnimmt, wie es einem Mädchen ihren Standes gebühren würde oder generell einem Mädchen oder einer Frau zu dieser Zeit. Und es ist eigentlich ein echt gutes Buch. Ich mag Lada überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich mag auch ihren Bruder nicht. Aber sie ist wirklich eine starke junge Frau und das Buch ist echt gut. Und ja, also es ist komisch, es ist das erste Buch, wo ich so den Charakter, den Hauptcharakter überhaupt nicht mag, das aber überhaupt nicht zum Nachteil des Buchs sehe. Also ich finde, sie hat sehr viele gute Qualitäten als Charakter und sie macht auch ziemlich große Personalitätsentwicklung durch, aber ich persönlich mag sie einfach überhaupt nicht. Ich würde es euch trotzdem auf jeden Fall empfehlen zu lesen, es ist aber ein sehr dunkles Buch. Dann geht es auch gleich weiter mit dem nächsten Buch und jetzt mit meinen Kindle-Büchern. Und das nächste ist nämlich Now I Rise, der zweite Teil aus dieser Serie von Kirsten Wild. Und das habe ich auf NetGalley zur Verfügung gestellt bekommen. Und Ender Darken hatte ich schon eine Weile im Regal stehen, bin aber noch nicht wirklich dazu gekommen, es zu lesen. Und als ich das dann zur Verfügung gestellt bekommen habe, habe ich einfach direkt angefangen und habe beide hintereinander gelesen. Worum es in dem Buch geht, werde ich euch natürlich nicht erzählen, weil es einfach die Fortführung vom anderen Buch ist. Ich habe dem aber auch 4 Sterne gegeben. Und ja, haben mir beide sehr gut gefallen. Dann kommen wir zu 2 weiteren Büchern einer Serie, die ich gelesen habe, beide im Monat April. Das eine ist Truthwitch von Susan Dennard und das nächste ist Windwitch, auch von Susan Dennard natürlich. Das sind der erste und der zweite Teil in der Witchland-Serie. Und ja, also ich habe wirklich dieses Jahr viele Bücher gelesen, wo ich sagen muss, okay, das sind vielleicht meine 9 Lieblingsbücher und im Moment lese ich auch A Court of Things in Ruin, was natürlich auch ganz oben mit dabei sein wird. Aber die Witchlands-Serie, die beiden Bücher, die es halt jetzt schon gibt, die haben mir so gut gefallen und ich kann meine Begeisterung gar nicht richtig ausdrücken. Es geht einfach um, im ersten Teil geht es hauptsächlich um 2 Mädels, Safi und Isolde, die beide Hexen sind und Hexenkräfte, Zauberkräfte haben und ja, eigentlich, also sie werden beide schon, und die beiden sind an sich schon einfach tolle Charaktere, über die, glaube ich, jedes Buch einfach toll gewesen wäre. Es sind beide sehr starke, junge Frauen, ihre Freundschaft ist eine der besten Beziehungen einfach, die ich bis jetzt irgendwie in Büchern gelesen habe, weil die Freundschaft ist so stark und so, die können sich so aufeinander verlassen, das ist einfach echt unglaublich. Und ja, an sich wäre es schon einfach interessant, ihn auf ihrem normalen Leben zu verfolgen. Das sieht man nämlich so in den ersten paar Seiten. Die beiden stellen nämlich ziemlichen Unfug auch an. Aber es passiert halt so einiges und ihr ganzes Leben wird aus der Bahn geworfen. Und ja, es ist einfach fantastisch. Also man lernt wirklich in diesem Buch einen so großen Teil von diesem Kontinent, auf dem dieses Buch steht, ihr wisst, was ich meine. Und sie reisen durch. Also sie bereisen ziemlich viel, meistens eher so auf der Flucht und es geht alles ziemlich schnell und es wird viel gekämpft und man sieht viel von dem Kontinent. Man lernt auch einige noch Leute kennen, die dann im zweiten Teil eine große Rolle spielen und es ist einfach fantastisch. Und im zweiten Teil liegt der Fokus nicht mehr ganz so arg auf Safi und Isolde, trotzdem immer noch, sie sind immer noch Hauptrollen, aber welche von den Figuren, die man im ersten Teil kennengelernt hat, spielen eine wichtigere Rolle im zweiten Teil. Und ja, es soll 4 Bücher geben und ich glaube auch, ich weiß, um wen sich diese anderen beiden Bücher drehen werden. Oder beziehungsweise ich denke, es sind eigentlich 4 Hauptpersonen. Es gibt noch mehr, die auch sehr, sehr wichtig sind, die man im zweiten Teil vor allem kennengelernt hat. Aber ich denke, zusätzlich zu Safi und Isolde ist es noch Merrick, um den es im zweiten Teil eigentlich geht, weil Merrick ist eine Windwitch und Safi ist die
Truth Witch, um diesen ersten Teil geht. Und ich denke, dann wird es noch ein Buch geben für Isolde und noch eins für Eduan, den man auch im ersten Teil schon kennenlernt. Der ist nämlich eine Blood Witch, also der hat irgendwelche Kräfte, die mit Blut zu tun haben. Ich kann das nicht so genau erklären, was er macht. Und ich möchte auch die anderen Kräfte nicht erklären und ich möchte eigentlich gar nicht so viel über das Buch verraten, weil lest es ist einfach fantastisch. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Dann habe ich gelesen The Witches of the Glass Castle von Gabriella Lepore. Das Buch habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Oftomes Publishing, also dem Verlag, der dieses Buch neu herausgebracht hat. Das gibt es nämlich schon länger und im April kam dieses Buch und der zweite Teil davon zusammen raus oder kam nochmal raus, eben von Oftomes Publishing. Und da war ich Teil einer Blogtour und habe eben ein Rezensionsexemplar auf Kindle zur Verfügung gestellt bekommen. In dem Fall geht es um einen Jugendroman, der ein Contemporary Fantasy Roman ist, also wo es um Fantasy-Elemente geht, in dem Fall Hexen, wie der Titel ja schon sagt, aber die halt auch in der realen Welt leben und es geht im Speziellen um zwei Geschwister, die eines Tages von ihrer Mama und ihrer Tante gesagt bekommen, so, hey, ihr seid Hexen und statt jetzt eure Sommerferien so zu verbringen, wie ihr die halt normal verbringt, mit ihren Freunden, mit euren Freunden am Strand oder was auch immer ihr tut, ihr kommt jetzt hier in dieses alte Schloss, in dem eine alte Frau wohnt, die euch und vielen anderen Hexenkindern helfen wird, eure Kräfte kennenzulernen. Haben sie sich natürlich erstmal total gefreut. Dann passiert auch noch ziemlich viel, es geht ziemlich viel schief, wie es natürlich sein muss in so einem Buch. Und ja, ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Ich fand es jetzt nicht so gut. Ich bin auch nicht sicher, ob ich den zweiten Teil lesen möchte. Aber ja, und falls ich habe es nicht gesagt, aber ich habe Truth Witch und Wind Witch natürlich 5 Sterne jeweils gegeben. Super! Dann kommen wir zu den 2 Hörbüchern, die ich gehört habe. Einmal war das Library of Souls von Ransom Riggs, der dritte Teil in der Miss Peregrine-Serie. Auf Deutsch heißt das die Bücherei der besonderen Kinder. Ich muss sagen, ich war nicht sehr begeistert von dem Buch. Ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Ich fand auch die anderen Bücher nicht gut in der Serie. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Ich habe es einfach nur fertig gehört, weil ich die Serie fertig machen wollte. Es ist auch nicht, also nicht fertig machen, sondern fertig hören einfach. Es ist auch nicht wirklich irgendwas, wo ich sagen kann, das war schlecht an dem Buch oder so, wie bei manchen anderen Büchern, sondern es hat mir persönlich einfach nicht so gefallen. Das 2. Hörbuch, das ich gehört habe auf der anderen Seite, hat von mir 5 Sterne bekommen, weil es mir einfach super gefallen hat und ich höre jetzt auch schon den 2. Teil davon. Das ist The Name of the Wind, der Name des Windes von Patrick Rothfuss und das gefällt mir einfach total. Ich finde es ein bisschen schwer, es zu beschreiben. Es ist auch ein High-Fantasy-Roman, der in einer Fantasiewelt spielt, wo es um einen Mann geht, Quoth, der seine Geschichte erzählt, seine Lebensgeschichte. Und irgendwann im Laufe der Zeit muss noch irgendwas passieren, weil er wird zu so einer sagenmythenumwobenen Gestalt. Die Serien heißen The King Killer Chronicles. Also gehe ich davon aus, dass er irgendeinen König umbringt. Wobei bis jetzt ist der König, ich hätte nicht mal gewusst, dass es in dem Land, in dem das Spiel, einen König gibt, aber ich gehe mal davon aus, dass er das tun wird, nur so in Bezug auf die Serie, aber das weiß man im ersten Buch noch nicht und bis jetzt, soweit ich im 2. Buch bin, auch noch nicht. Man wohnt einfach seinem Leben bei. Ich glaube, als das erste Buch aufhört, ist er irgendwie so zwischen 15 und 17. Das Alter wird nicht genau gesagt, aber gehe ich halt mal davon aus, so ungefähr. Geht zur Universität und lernt dort einiges, was man ein bisschen als Magie auch bezeichnen könnte. Und ja, es passiert ziemlich viel. Zwar nichts wirklich, wo man sagen könnte, so okay, das ist die Handlung, weil also ich finde, ich sehe nicht wirklich eine Handlung, außer dass man ihm halt seinem Leben folgt. Es ist aber trotzdem auf jeden Fall super interessant. Ich konnte gar nicht aufhören mithören. Und ja, es ist einfach ein super tolles Buch und hat deswegen von mir auch 5 Sterne bekommen. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Und das war es auch schon für mein Wrap-up. Alle 10 Bücher, die ich gelesen habe, über die ich angefangen habe, werde ich in meinem Mai-Lesemonat sprechen, wenn ich die jetzt im Mai fertig lese. Wobei, ich hoffe es natürlich. Und ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert mich. Lasst mir gerne auch einen Kommentar da, sagt mir, was ihr so gelesen habt im Monat April oder ob ihr welche von den Büchern gelesen habt, ob ihr vorhabt, welche von den Büchern zu lesen. Und ja, lasst mir einfach einen Kommentar da. Tschüss!